Es ist Punkt Mitternacht. Aber ich konnte einfach nicht schlafen gehen, bevor Brutus nicht hier uns zu Füßen liegt. Und zuallererst gehen wir mal zu Sharon. Die stand jetzt vorhin da, als wir hier vorbeigelaufen sind und hat uns kurz angequatscht. Hier ist ihr Tagebuch. Still the Kalrui Barbarians advance from the south. Lion-Eye is dead. Okay. Alles schön und gut. Wir suchen Brutus. Hat hier irgendjemand Brutus gesehen? Das Ding ist... Das sind alles Menschen. Und irgendwie... Wir sind auch keine Monster. Wir folgen jetzt der Blutspur. Auch hier wieder CSI Nerd Universe. Oh, 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 was ist Brutus für einer? Schaut mal, hier alles ist verbogen und dann diese enorme Blutspur. Ich glaube, Brutus. Brutus ist kein kleines Hündchen, das da. Brutus. Brutus, mach sauber. Du kannst nicht. Da ist er. Ich will jetzt zeigen, was echter Horror ist. Ich zeige dir, was echter. Wow. Was echter Horror ist. Er scheint immun zu sein gegen den CC. Oh, oh. Hey, wobei. Hat ihn gefangen, glaube ich. Wir geben mal unser Bestes. Nee, 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 Brutus. Das war's. Ah, wunderbar. Gold. Superior Wolf Shoes. Plus 4 Leben, 1,3 Regeneration, 16 Mana, 10% Blitzwiderstand. Energy Shield 4. Weniger Armor, aber hat halt viele Slots. Nehmen wir. So, können wir irgendwas rausschmeißen? Gold, 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 Gold. Brauchen wir ein bisschen Platz für die goldenen Gegenstände. Okay. Das ist ein relativ kurzes Video, deswegen gehe ich noch nicht ins Bett. Wir spielen noch ein bisschen weiter. Aber also wir haben jetzt gesehen, also gerade in den letzten Videos, die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Videos, haben sich jetzt alle nur in diesem Gefängnis abgespielt. Und da haben wir jetzt einige neue Dinge entdeckt, darunter halt eben auch diese Prüfungen, dass es auch andere, andersartige Quests hier gibt. Und auch viele Geschichten wiederum hier. Okay, finde den Ausgang des Gefängnisses. Genau, sie wollen ja auch ins nächste Gebiet kommen. Vielleicht war das auch schon ein Aktende. Prisoner's Gate. Ich habe hier auch einen Wegpunkt. Gucken wir trotzdem mal, was wir hier noch finden. Hier scheint das Gebiet abgerast zu sein. Das hier ist ja immer schwer erkennbar. Das ist halt diese 90er-Jahre-Karte. Ah, hier ist er. Ich wäre beinahe raus. Beinahe wäre ich wieder runter und wäre rumgeirrt. Oh. Yes. Jetzt haben wir den Weg gefunden zur Emperor's Road. Deswegen, können wir dann unsere Quest dann bei Tarley abgeben. Hier ist der Wegpunkt. Ah, das ist der Wegpunkt. Das ist das, was wir gerade eben gesehen hatten. Ja. Also wir hätten dann auch direkt trotzdem hinporten können. So, Aspekt des Adlers.
Bam. So, und ab jetzt muss ich mich dann nochmal umgucken, wie ich die Passiven erstmal bei ihr skillen möchte. Wohin ich möchte vor allem. Ah, wunderbar, ist auch ein schöner Kontrast jetzt wieder zu drin. Bis auf die Anzahl der Mobs, die sind ähnlich. Starksten Gegner hier. Ah, Level 10 jetzt, also. Wir sind jetzt, glaube ich, Level 14. Ja. Wobei es passt natürlich, denn der Mob ist ja selten nur ein, zwei Feinde stark. Oft ja 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 12. Schon gar nicht mehr zählen in der kurzen Zeit. Oh, Burning Man ist ein Named Mob, Rare Mob, ne, nie gemobbt. Alter. Hier ist alles voll. Aber ich will euch noch ein bisschen Gameplay einfach zeigen. Das Video nicht zu kurz wird, bevor ich dann mich wirklich, wirklich in die Falle haue. Also vermutlich halb eins. Bis dann zum Schlafen kommt, ihr seid schuld. Folge der Emperor's Road. Das tun wir, das tun wir. Echt schön gemacht hier. Ohne die Monster wäre das, glaube ich, ein ganz netter Ort. Ah, da sind jetzt schon wieder so eingesperrte Geister. Das ist natürlich doof, weil die droppen jetzt natürlich auch fett was. Okay, dann nehmen wir nochmal eine Portalrolle gleich. Die Kollegen hier weg sind. Rolle der Weisheit. So, beeilen uns dann, die Items zu verkaufen, damit das Portal nicht wieder verschwindet. Warum auch immer das verschwunden ist vorher. Das Elgion the Lawmaster. Jetzt gucken wir erstmal. Ich identifiziere jetzt erstmal all das, was ich auch unter Umständen potenziell tragen werde. So, den Rest lasse ich. Na, wobei, ich sollte nicht zu sparsam sein. Ich kriege ja auch mehr raus, wenn ich das verkaufe. You are a welcome sight. Danke. 1, 2, 3, 6, 7. 9. So. Irgendwas vergessen. Large Miner Flask haben wir auch. Können wir verkaufen. So, sprich kurz mit Erwan. Was hat denn er? Wir verkaufen uns auch Zeug. Tarley. So, kriegen einen neuen Skill. Ah, Melee Damage würde das machen. Ah, funktioniert immer mit Dolchen. Was ist das? Freeze Mine. Das ist ein Support Germany. Normale. Ah, die können wir in die Luft jagen und dann macht es Eisschaden, also eine Eisfalle. Hält 16 Sekunden. Friert Gegner immer ein. Und macht noch Schaden. Blink Arrow. Ah, und der teleportiert uns weg. Und es erscheint dann nochmal ein Doppelgänger von uns. Definitiv. Ist gekauft. Nehmen wir mit. Hat schon mal gelohnt. So, Nessa will uns kurz mal sprechen. Ich hoffe, das Portal steht noch. Da sieht man es noch.
Did you end Brutus' son? So, von dir brauche ich jetzt eigentlich nichts. So, ein Frostbolt, also als Guild Stash. So, Frostbolt packe ich hier rein. Okay, zack, 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 zack. 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 Wobei diese, die nehme ich mit. Ob 5 werden die ja automatisch zu einer Rolle der Weisheit. Dann brauche ich die hier noch. Ich hoffe, dass der jetzt hier ein Slot da in grünes verwandelt, beziehungsweise das kann ich nicht hier machen jetzt. Ich brauche einen grünen freien Slot. Also Sockel. Ah, blau natürlich. Okay, dann können wir den noch nicht reinpacken, also diesen Teleport-Skill. Aber den habe ich echt gebraucht, den brauche ich, weil ich jetzt schon manchmal in der Situation war, dass mich der Mob eingekesselt hat und ich gerne irgendwie da rausgekommen wäre. Bisher hatte ich Glück, dass die nicht so viel Schaden gemacht hatten, bevor ich sie erledigt habe, dass sie mich erledigen. Aber ich kann mich nicht aufs Glück. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier noch Chromatic Orbs bekomme. Oh. Schon Schaden gemacht. Irgendwas zaubert immer noch auf mich. Ungulat. Achso, das ist noch zusätzliche Elite. Dass wir nicht schon genug Arbeit hätten. Stehen bleiben. Keine Bewegung. Plated Gauntlets. Greater Life Flask. Alter Schwede, das wird immer besser. Und man sieht auch, also das Spiel ist extrem lootlastig. Es motiviert natürlich ungemein. So, blau und rot. Wunderbar. Oh, 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 yes. Viel, viel besser als die Handschuhe, die ich jetzt aktuell trage. Und hat sogar noch einen blauen Slot. Sehr, sehr geil. Okay, Chromatic Orbs habe ich noch keine. Oder ich brauche halt irgendwas, was ich dann, wo ich dann einen grünen Sockel bekomme. Ist halt schade, dass diese Chromatic Orbs die Sockel dann zufällig färben. Der Leakstone ist jetzt auch liegen. Ich habe viel zu viele Leakstones. Zwei Wege hier raus und hier. Bist zu faul, die Chester zu looten. Das. Freezing Remote Gush of Balance. Monster verursacht 35% extra Kälteschaden. 22% erhöhte Menge an Items. Ich glaube, das ist so eine Breach. Verdammt, ich wollte schlafen gehen. Da gehen wir jetzt kurz nochmal rein. Ich hoffe, ich überlebe das. Was zeigt es denn auf der Karte an? Wo ich bin? Ich bin eben nirgendwo. Okay. Macht nichts, wir sind Drabenhaar. Jägerin mit stahlharten Eiern. So, 30% erhöhten Schaden, das darf ich nicht vergessen. Monster Level Schwierigkeit 11. 30% erhöhte Schaden, das heißt, wir können hochrechnen, als wären sie Level 14. Quasi. Die äußerste Vorsicht ist geboten. Aber was tun wir nicht alles für den Loot? Noch lebt unser Charakter, noch ist sie nicht gestorben. Aber es war schon ein paar Mal wirklich knapp.
die Mucke. Ah, gerade gesehen, die sind empfindlich gegen Blitz, diese Hündchen. Oh, plus 27 Dexterity hat das Amulett. Was ist das? Was ballert da? Meteore. Ist das ein Totem oder sowas? Boah, nee. Bevor ich jetzt irgendwas öffne, erstmal kurz einen Check. Ein bisschen Platz machen hier. Topasring noch. Oh! Okay. Das hätten wir geschafft. Jetzt mal schauen, ob hier noch irgendwas rumfährt. Ja, cool. Also auch hier wieder, ihr seht das, es gibt hier ganz, ganz viele verschiedene Sachen, Ereignisse, die eintreten können, die einfach so diesen Spielfluss noch würzen mit neuen Gegebenheiten. Mit einfach unvorhersehbaren Ereignissen. Und da mein Sprachzentrum jetzt mittlerweile auf dem Minimum der Existenz ist, werde ich mich jetzt ins Bett packen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, beziehungsweise das Video wird eher tagsüber bei euch sein. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag und eine angenehme Restwoche. Wochenende ist nahe. Genießt die Zeit und see you next time.